Hallo und willkommen zurück zu Dismantle Doomsday. Ich glaube, ich habe gefunden, wo es weitergeht. Guck mal, da ist so ein X an der Wand. Man muss noch mal ein bisschen die Augen aufmachen, ne? Man muss ab und zu auch mal ein bisschen die Augen aufmachen und siehe da, die Tür geht auf. Wir brauchen ja noch die blaue Keycard für den Bunker. Wie wär's? Wir nehmen hier mal die Verbände. Hätte ich jetzt gesagt, und wir nehmen hier mal den Handschuh. Handschuh. Ach, guck mal. Ey. Entspann dich. Also richtig rocken tut's die ja nicht, ne? Die Strahlenkanone, da brauchst du ja ewig. Okay. Wir machen hier mal weiter. Da ist noch so ein Freund. Der fährt hier immer im Kreis, wa? Was ist mit dir nicht in Ordnung, Freundchen? So, haben wir den weggestrahlt. Können wir den Container hier auch wegstrahlen? Nee. Das geht natürlich nicht. Nee, das ist doch klar. Brauchen wir auch nicht. Wir haben auch ordentlich einen Handschuh. Oh, guck mal. Komm, blaue Keycard. Ach, damit. Nein, du sollst doch nicht. Nein, lieber Nico. Verbände kannst du wann anders nehmen. So, das wollte ich eigentlich. Und hier nehmen wir wieder den Handschuh rein. Das ist natürlich blöd. Ich bräuchte mal wieder ein Lagerfeuer. Boah, bam. Oder? Alter Latz. Manchmal knallt der Handschuh aber auch, ey. Hier ist schon wieder los. Hier liegt wieder ordentlich Zeug rum. So, wir räumen hier erstmal alles beiseite. So, wir sollen... das würde ich mal dahin machen. So. Warte mal. Das? Nein. Ja. Ja. Sehr gut, Nico. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Geil. Und jetzt drehen. Ja, tschakka. Wir haben irgendeine Tür geöffnet, aber bevor wir da durchgehen. Wow. What? Oh, auf was? Hallo, liebe Kanone. So, Bämsle. Das schon mal erledigt. Schnappen wir uns den Handschuh und dann gucken wir aber erstmal hier weiter. Wir haben auch noch ein Rezept offen. Blockiert. What? Gleich nicht mehr. So, hier wollte ich eigentlich rein. Oha. Den gab es hier aber auch lang nicht, ne? Gab es lang nicht. So, hier mal gucken. Holz. Gleich mal wieder ein bisschen Schabernack treiben hier. Hey, Freunde, entspannt euch bitte alle mal. Oh. Der hat richtig reingehauen. Komm, du kriegst auch einen. Bäm.
Auf die Nuss, mein Freund. Auf die Nuss. So muss das. Ja, das sieht auch hier schon mal sehr gut aus. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier den LKW noch weg. Wow. Wie viel Zeug ist da mehr gut? Brutal. So, das haben wir mal alles. Was ist das hier schon wieder für eine Teufelei? Erstmal hier die Kanone. So, das hätten wir mal. Und dann drehen wir hier mal fleißig. Tja. Tja. Ah, Träumchen. Ach, wunderbar. Hier gibt es auch wieder ein Lagerfeuer. Ah, ruhen wir uns mal kurz aus. Sehr schön. So, den Staubsauger haben wir aktiv. Nee, ich will gerade nicht bauen. Danke. Ich wollte hier eigentlich Zeug einsammeln. Moltebeerenmarmelade. Sieht eher aus wie was zu trinken. Seit wann trinkt man Marmelade? Trinkt ihr Marmelade? Ich eher so selten bis gar nicht, eigentlich. Nee, ich trinke nie Marmelade. Trinkmarmelade. Hey, vielleicht ist das eine Marktlücke. Hier gibt es noch ein Schränkchen. Wo ist meine blaue Keycard? Verdammt nochmal. Ja, da seht ihr, der Necro wird ganz, ganz ärgerlich. Wenn er nicht seine blaue Keycard kriegt, dann wird er salzig, wie der Monsieur Gronkh immer sagt. Gibt es hier irgendwas? Kann man das abreißen? Nee. Das kann man nicht abreißen. So, lasst uns mal schauen, wo wir sind. Aha. Interesting. So, hier mal noch den Skoda wegmachen. Wow. Bam. Wo sind wir denn jetzt hier? Guck mal. Ciao, Sie. Ey, die Hunde sind aber auch garstig. Na, guck mal, wir sind jetzt hier unten. Wir brauchen nochmal eine Kiste. Sehe ich da einen Angelplatz? Nee. Aber bevor wir hier weitergehen, ich würde erstmal kurz gucken. Weil wir lassen hier schon wieder unheimlich viel Zeug liegen, ne? Angelplatz, da ist so eine Zeitkiste. Die finde ich schicken. Ey. Wo ist meine blaue Keycard, Freunde? Haben wir noch die Angel drin? Ich würde nämlich sagen, wir gehen mal ans Lagerfeuer und vielleicht kochen wir uns auch mal das Zeug, oder? Die Marmeletschka und den Kabayaki. Es ist nämlich auch wieder bald Zeit für ein Level-Up. 77.
würde ich sehr begrüßen. Jo, da wird wieder gefischt, was das Zeug hält. Wunderbar, wunderbar. So, hier gibt es einen Haufen Bären. Lass uns mal kurz ein Stück zurückgehen. Wir mal schnell hier die Bären noch ausgraben. Dann können wir die nämlich mit dem Staubsauger absaugen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das Lagerfeuer war hier ums Eck. So, lass uns mal hinhocken. Weil dann machen wir nämlich hier erstmal weiter. Wir räumen jetzt hier erstmal hier auf. Sonst haben wir wieder drei Baustellen gleichzeitig. So, wir kochen erstmal eine Runde. Also, lass uns mal nach oben scrollen. Die Trinkmarmelade. Die nehmen wir. Trinkmarmelade, ja. So, warte mal. Eins, zwei, haha. Oh, eins zu viel. Ah, und noch zwei normale Beeren. Angelgeschwindigkeit 50%. Naja. Naja, guck mal, jetzt hier. Drei von denen. Dann brauchen wir hier sechs Zwiebeln. Oh, Zwiebeln gehen zur Neige. Gut, dass ich welche angepflanzt habe. Mensch. Keiner sagt was von euch. Hier, vier, zack. Beutematerial. Ein zuckersüßes und exquisites Gericht basierend auf dem legendären Seewolf. Beutematerial 100%. Was heißt ein Beutematerial? Kriegt man da mehr raus oder what? What? Ey, lass uns mal hier die Nachricht anhören. The team managed to make the beam gun work. We found a use case in the setup of the power transfer system. The ignition phase used to be a pain, but not anymore. I just wish they'd call it something other than a gun. Ja, willst du noch was sagen oder? Makes it sound too much like a lethal weapon rather than a fancy tool. Project Manager Jonas South. Ach, ich finde das Ding als Kanone zu betiteln jetzt nicht so verkehrt. Was ist jetzt hier los? Wieso kann ich mich denn jetzt nicht mehr bewegen? Ja, ja, jetzt geht's wieder. Bisschen buggy hier, die Aufzeichnung. Mal schnell kaputt hauen, das Radio. No. Ah, fix aufgeräumt. Sehr nice. Mensch, keine Keycard. Wo ist meine Keycard hier? Die wollen mich doch hinhalten, ne? Die wollen mich doch irgendwie hinhalten. Ihr habt das im Gefühl. So, lasst uns mal kurz hier staubsaugen, wenn wir schon mal hier sind. Boah, brutal. Okay, die Hütte hätten wir. Das finde ich so gut. Wer braucht schon ein Geländer? No risk, no fun. Hier, raus mit dir. Ey, wir müssten mal spaßeshalber in die Kiste gucken. Wie viel Zeug wir von was eigentlich haben. Wir haben 4600 Blätter. Auf was? 8000 Metallschrott. Guckt euch das mal an. Wow.
8000 Metallschrott, 1700 Reifen, 4400 Plastik. Ey, ist ja pervers. Ja, hier gibt's aber sonst nichts. Schade. So, warte mal, hier Geländer ist klar. Was gibt's denn da drüben? Verladebereich, ah ja. Jo, kreischen hilft auch nicht. Oh, ich sehe die Keycard, die ist da drüben. Seht ihr sie? Da. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Auf der Seite. Hä? Nee, wie kommen wir denn da hin? Da bin ich mal jetzt gespannt. Hey, Kumpel. Oh. Ey, diese Kotzer. Ey, mit dem Ding. Mit dem Ding richtig zu zielen, ist schon eine Kunst. Okay, hier gibt's eine. Eine Sägebank, okay. Gut, eine Sägebank brauchen wir aber gerade nicht. Wir bräuchten eigentlich Platz, 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 Platz. Ey, ist das übel, oder? Der Staubsauger ist echt so gut. So, Keramik, wow. Keine Ahnung, wer die Bandsäge bestellt hat, aber das Ding ist richtig scharf. Die Jungs hatten eine Menge Spaß dabei, die verschiedensten Haushaltsgegenstände zu zersägen. Ey, das kann ich mir richtig vorstellen. Ich meine, wer wollte nicht schon immer mal einen Toaster durch eine Säge jagen, oder? So, können wir noch irgendwas mitnehmen? Nö. Wir sind rappel, rappel voll. Gut. Gut, 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 gut. So, machen wir mal ein bisschen Frühjahrsputz. Ah, bam, das ist erledigt. Jo, dann schauen wir mal. Meine Keycard, die ist hier irgendwo, ne? Die ist hier irgendwo. Die holen wir gleich. Ja. Ey, ist das pervers. Wenn wir überlegen, komm einmal noch. Ich wäre ja 77, ne? 77 Level Capture hier. Also nicht Capture, aber 77 wäre gut. Schwupp. Hammer das. Ja, dann lass uns doch mal hier rüber gucken. Hier muss es ja. Ey, da drüben ist irgendwo meine. Was soll das denn?
Ja, super. Bleib ruhig da am Eck stehen. Passt. Danke. Ach, Träumchen. Jetzt müssen wir doch hier irgendwo zu der Keycard kommen. Ey, das ist aber auch ein Umweg. Typisch Dismantle, oder? Typisch Dismantle. What? Boah, was? Die sind aber ein bisschen größer, die Jungs, ne? Und guck mal, die feuern immer. Was? Was ist los? Alter. Warte mal. Okay, damit geht's schon mal nicht. Wow, was ist los? Okay, oh, was? Was? Warum ist denn da... Aua, aua, aua. Ist klar, oder? Nein, 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 nein. Wow, warum sind denn hier so viele Knarren? Was für eine Frechheit. Da wirst du hier voll in was verstrickt. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. So, von hier sind wir gekommen, oder? Ja, das Terminal haben wir bedient. Jetzt ist da das Ding hochgekommen. Und hier die Tür ist auch aufgegangen, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken, wo kommen wir denn da raus? Ach, das ist gut, da gibt es ein Lagerfeuer. Okay. Ich glaube, Level 77 ist in greifbare Reichweite gerückt. So, meine Keycard-Freunde der Sonne. Wir fräsen uns hier mal durch, ne? Alles für die Erfahrungspunkte, versteht sich. Ja, so muss das doch sein. Hier, jetzt haben wir keinen Platz für die Keycard. Super. Ist doch immer das Gleiche. Wir haben zu wenig Platz. Jetzt wisst ihr auch, warum ich bei Fountain of Youth den Rucksack genommen habe. Genau, genau um solchen Situationen zu entgehen.
So, die blaue Schlüsselkarte. Träumchen. So lobe ich mir das hier. So, jetzt flitzen wir zurück. Dann vergeben wir noch fix den Punkt am Lagerfeuer, ehrlich gesagt. 770, Träumchen. Oh, was haben wir denn? Gelehriger Schüler, Bauer, Werfer, Kraftschubfischer. Maximum Trefferpunkte. Fischer, nee. Werfer finde ich auch nicht so geil. Bauer finde ich auch nicht so geil. Ich würde tatsächlich Kraftschub nehmen. So, jetzt machen wir mal einen Folgenwechsel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir werfen noch einen Blick auf die Map. Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Aber wir wollen auf jeden Fall in den Schutzraum. Den würde ich jetzt auch vorziehen. Das heißt, in der nächsten Folge sehen wir uns einfach hier beim Lagerfeuer. Und danach blitzen wir mal hier runter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit. Bis gleich. Ciao.